Ja, moin zusammen. Super, dass ihr auf dem Dienstag wieder dabei seid. Wie ihr seht, ich bin in meinem gewohnten Studio zurück. Da freut man sich natürlich riesig und hier fühlt man sich am wohlsten. Und heute stellen wir die Kapitänsfrage. Wer wird Kapitän? Viele News. Nico Elvedi will nicht verlängern. Es geht rund bei Borussia. Und wenn es auf dem Kanal auch rund gehen soll, lasst ein kostenloses Abo und einen Daumen nach oben da. Und jetzt starten wir rein. Wie gesagt, was schon viele berichtet haben, was ich auch die letzten Wochen schon erwähnt habe, ist, dass Nico Elvedi seinen Vertrag bei unserer Borussia nicht verlängern will. Theoretisch gibt es dann nur eine Option, ihn diesen Sommer zu verkaufen. Ähnliches gilt für Florian Neuhaus, das habe ich auch schon gesagt. Ich habe auch absolut null böses Blut gegen Nico Elvedi. Der ist im gleichen Jahr, 2015, wie Lars Stindl zu unserer Borussia gekommen, hat immer sein Mann gestanden, hat sich weiterentwickelt, ist mit uns durch die Champions League gereist. Absolut kein böses Blut gegen Nico Elvedi, hat alles für unsere Borussia getan, hatte diese Saison auch eine schwierige Saison mit Höhen und Tiefen. Nur sind die Spieler aktuell leider an der längeren Leine in solchen Vertragssituationen. Wenn jetzt Nico sagt, ich möchte aber noch ein Jahr bei Borussia bleiben, dann können wir so oft brüllen, wie wir wollen, wir müssen ihn verkaufen. Das würde halt nichts bringen. Das würde halt nichts bringen, das Brüllen. Wenn er sagt, er bleibt, dann bleibt er. Und ich glaube nicht, dass wir uns erlauben können, Nico Elvedi oder Neuhaus in so einer Situation auf die Bank zu setzen oder auf die Tribüne. Deswegen ist das eine schwierige Situation. Ich hoffe aber, dass dass Nico Elvedi nicht den Benze Baini und Thuram-Move macht, sondern sich einen neuen Verein sucht, eine neue Herausforderung. Ich glaube, er hätte auch Bock drauf. Vielleicht Italien, mal abwarten. AS Rom soll da interessiert sein. Und alle Vereine wissen, dass wir das Geld brauchen, ne? Und da sind wir halt in einer schlechten Verhandlungssituation. Jeder weiß, wir haben einen riesen Umbruch. Jeder weiß, wir brauchen Geld. Und es wird schwierig, eine gute Ablöse dann für Nico Elvedi zu bekommen bei einem Jahr Restlaufzeit. Also ich glaube, alles, was über 10 Millionen wäre, ist überragend. Ich glaube, auch 8 wäre noch vertretbar irgendwo. Schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr glaubt, was wir für Nico Elvedi für eine Ablöse bekommen. Und Florian Neuhaus hatten wir besprochen, gleicher Fall. Da glaube ich aber eher noch an eine Vertragsverlängerung. Könnt auch mal reinschreiben, was ihr denkt, was mit Florian Neuhaus passiert. Der Nachfolger, beziehungsweise nicht Nachfolger von Elvedi, aber Elvedi könnte so ein Türöffner sein mit seiner eventuellen Ablöse, falls Kone erstmal bleibt, beziehungsweise später wechselt. Dass Kone wechselt, glaube ich, sind wir uns fast alle einig, aber dazu kommen wir gleich noch. Auch schon berichtet, Seoane soll so ein bisschen der Türöffner für Rieda sein, Fabian Rieda. Und dass ich den Transfer feiern würde, ist ganz klar. Warum? Erstmal ein Linksfuß, für mich ist es aber kein C. Auch wenn er als Position offensives Mittelfeld drin hat, ist er wirklich so ein 1:1 Ersatz für Kone. Defensiv stark, arbeitet sich viele Bälle, emotional, kämpferisch, aggressiv und kann auch Freistöße schießen mit seinem linken Fuß. Und neben Julian Weigel wäre das natürlich aus meiner Sicht eine überragende Kombi. Julian Weigel so ein bisschen als Quarterback vor der Abwehr und Rieder davor. Und was halt so uns neben der Kreativität in der letzten Saison noch so geisteskrank gefehlt hat. Ich kann mich wirklich nicht daran erinnern, wann wir wirklich mal ein kämpferisches Spiel, wo wir vielleicht auch ein bisschen unterlegen waren, in der letzten Minute mal mit Kampf gezogen haben, dass man dann da mal gewonnen hat, dass der Borussia-Park gemerkt hat, Bruder, die Jungs haben richtig das Messer zwischen den Zähnen. Da brennt richtig der Rasen. Die wollen heute, egal wie, das Spiel gewinnen. Und das fehlt halt. Einfach mal auch ein bisschen Ekligkeit in die Mannschaft reinbringen. Mal eklig sein. Das muss auch in der modernen Fußballwelt noch erlaubt sein. Nicht unfair, aber eklig. Ihr wisst, was ich meine. Und ich glaube, Fabian Rieder bringt da genau alles mit, um einfach auch ein Leader bei uns, bei unserer Borussia zu werden. Klar, 21, Schweizer Liga kann man nicht mit der Bundesliga vergleichen, aber es hat schon so Granit-Xhaka-Vibes, muss ich ehrlicherweise sagen. Damit würde, glaube ich, ein Tom Kraus-Transfer erstmal, auch wenn Transfermarkt vor ein paar Wochen berichtet hat, dass wir sehr intensiv an Tom Kraus dran sein sollen. Ich glaube aber, damit wäre ein Tom Kraus-Transfer zu Borussia erledigt, sollte Fabian Rieder tatsächlich kommen. Spielt eine ähnliche Position wie Fabian Rieder. Vielleicht würde ich so ein Mittelding zwischen Rieder und Weigel beschreiben, Tom Kraus. Bisschen offensiver als Weigel, bisschen defensiver als Fabian Rieder.
Und deswegen glaube ich nicht, dass beide kommen würden. Obwohl Tom Kraus natürlich auch diese Elemente mitbringt, die uns krass gefehlt haben. Kampf, Leidenschaft, Aggressivität, auch mal ein bisschen eklig in den Zweikampf gehen. Das würde er auf jeden Fall mitbringen. Aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass beide kommen. Und ja, Kone, das berichten jetzt auch mittlerweile viele, dass einfach das Thema Liverpool aktuell nicht so heiß ist. Aber wie gesagt, das liegt halt wirklich an der Thematik, dass alle Vereine wissen, wir brauchen das Geld und wir sind einfach in einer ganz, ganz schlechten Verhandlungsposition. Ne? Das müssen wir uns bewusst machen. Nützt nichts. Weiter geht's. Bestes draus machen. Geilen Kader hinstellen. Und dann wuppen wir das schon. Wer es leider nicht mehr wuppen wird, und das ist wieder eine Nachricht, ich will nicht sagen, die ich nicht verstehe, aber ich versuche sie jetzt mal nachzuvollziehen. Also Heimerud wird Borussia Mönchengladbach verlassen, sein Vertrag wird nicht verlängert. Roland Wirkus, ich will jetzt nichts Falsches zitieren, hat gesagt, es stimmt, wir werden den auslaufenden Vertrag mit Christopher Heimerud nicht verlängern. Das ist eines der Ergebnisse unserer umfassenden Saisonanalyse, die wie gesagt nicht nur den Trainer betrifft. Alles klar, kann man nachvollziehen. Nils Schmadtke soll seine Aufgabe mit übernehmen. Nils Schmadtke, auch ehemaliger Torwart, zwar nicht auf so einem Niveau oder gar nicht auf so einem Niveau wie Christopher Heimerud. Damit geht dir schon wieder so ein bisschen Identifikation flöten, aber die Argumentation kann ich schon noch nachvollziehen, weil ich halt nicht mehr nachvollziehen kann, wenn in der Analyse, die Roland Wirkus ja seit Wochen beschreibt, was da alles analysiert wurde, der Trainer Christopher Heimerud, alles wurde umgedreht, muss man sich auch ein bisschen selbst reflektieren. Ich mache mal ein Beispiel. Bei meinem Kanal gibt es auch einige Kritiker, die sagen, Buschi, deine Videotitel sind zu reißerisch, du machst Clickbait, Buschi, du hast keine Ahnung, Buschi, du bist dies, du bist das. Gibt es vereinzelte Kommentare? Klar, gibt es auch Beleidigungen, die nehme ich da nicht für voll, aber wenn einer eine sachliche Kritik äußert, dann bin ich da immer für offen und hinterfrage mich da auch selber, was ich ändern kann oder ändern muss oder ändern will. Oder vielleicht sage ich auch, ja, vielleicht passe ich da mal was an oder mache halt nichts. Und das ist halt, das fehlt mir schon so ein bisschen so die Selbstkritik, die Selbstanalyse im Präsidium und bei Roland Wirkus auch. Ich meine, die sind doch auch jetzt alle seit Ewigkeiten da. Ich fordere niemals, dass das Präsidium ausgetauscht werden soll, aber warum sagt man dann nicht, hey, vielleicht ist in den obersten Strukturen auch was falsch. Vielleicht müssen wir da mal jemanden reinbringen, wirklich auf hohem Niveau, der sich mit Borussia nicht auskennt, der unangenehme Fragen stellt, der die Prozesse auch mal intern hinterfragt und auch die Macht dazu hat, die Prozesse zu hinterfragen und was zu ändern, ist natürlich unangenehm. Und ich glaube, dieses Unangenehme möchte der Verein nicht. Ne? Im Endeffekt geht es jetzt allen gefühlt an den Kragen, außer unserem Präsidium. Und das ist für mich wieder so ein Teil, wo bei mir die Ohren schlackern. Aber ja, wie gesagt, das ist nur meine Meinung. Ihr könnt gerne eure Meinung mal in die Kommentare dazu schreiben. Wirkus wird auf jeden Fall nicht mehr auf der Bank sitzen, wird jetzt auch im VIP-Bereich die Spiele beobachten. Ich hoffe, ich wünsche, aber bei aller Kritik, die ich hier auch ab und zu mal anbringe, und ich finde, die ist auch in großen Teilen berechtigt an Borussia Mönchengladbach, wünsche ich allen in diesem Sommer ein goldenes Händchen, goldene Hände, weil das ist unser Verein. Wir wollen alle das Beste für unsere Borussia und ich will dann nächstes Jahr wieder einen brennenden Borussia-Park sehen, wo ich Spieler sehe, die wirklich auch fighten können, die kämpfen können. Das sind immer so Attribute, fighten, kämpfen, aber es ist uns wirklich abgegangen und natürlich musst du spielerisch auch überzeugen und ich glaube, dafür haben wir einen Trainer und ich glaube, Seoane kann auch eine Mannschaft richtig anzünden, wenn er will und er kann auch eine Mannschaft hinter sich bringen und dann gehen wir gemeinsam da durch. Dafür wünsche ich natürlich Wirkus und allen Beteiligten, ob es Schmadtke ist, die für die Transfers zuständig sind, nur das Beste. Das muss man einfach so sagen. Und ja, das dazu. Transfergerüchte, wie gesagt, gibt es aktuell gar nicht so viele. Fabian Rieder ist da tatsächlich so die heißeste Personalie. Tom Kraus wird, glaube ich, dann nicht, sollte Rieder kommen. Eduard Spercian wird, glaube ich, zu Ajax gehen, soweit ich das gehört habe. Wir lassen uns einfach in den kommenden Wochen überraschen. Ja, Länderspielpause war. Wir haben uns als Deutschland natürlich nicht mit Ruhm bekleckert. Da muss noch einiges passieren bis nächstes Jahr, bis die EM kommt. Ich ahne aber leider wieder Böses, weil kurzes Statement zur Nationalmannschaft. Ich glaube, uns fehlt im internationalen Vergleich einfach die Weltklasse. Wir sind auf vielen Positionen gut besetzt, überdurchschnittlich besetzt,
Aber wir haben aus meiner Sicht nicht einen Weltklasse-Spieler mehr in der Mannschaft. Nicht einen Weltklasse-Spieler. Ich halte auch einen Joshua Kimmich auf der 6 nicht für einen Weltklasse-Spieler. Da gibt es noch deutlich stärkere auf der Welt. Im Sturm haben wir gefühlt nichts. Außenverteidiger seit Jahren Probleme. Und auch unsere Innenverteidigung ist ordentlich, aber nicht Weltklasse. Das muss man einfach so sagen. Und Luka Netz hat sich dann bei der U21 verletzt, beziehungsweise er hatte Bauchprobleme, Bauchschmerzen. Da musste bestimmt was raus. Alles kein Thema, Luka Netz. Wichtig, dass er sich nicht ernster verletzt hat. Und jetzt kommen wir zur großen Kapitänsfrage. Wer wird unser Kapitän? Und da habe ich mal 4 aufs Feld geschickt, die überhaupt in Frage kommen. Jonas Hofmann, Chris Kramer, Weigel und Omlin. Bevor wir zur Kapitänsfrage kommen, mal eine Frage an euch. Wie seht ihr die Rolle von Chris Kramer im kommenden Jahr unter Seoane? Soll natürlich Tempo-Fußball wieder ein bisschen mehr werden, stärkeres Umschaltspiel. Ich weiß nicht, ob das genau das Spiel ist von Chris Kramer. Weigel wird für mich eine überragende Rolle spielen nächste Saison als Quarterback. Ich glaube, das ist ein richtiger Anführer. Viele von euch kritisieren Weigel in den Kommentaren. Ich nehme das auch wahr, aber du wirst genau, das wird, ich sag's euch, Weigel wird unser bester Spieler nächste Saison. Lege ich mich fest. Auch wenn man ihn nicht so, er ist zwar nicht torgefährlich, aber er wird unheimlich wichtig sein. Mit seiner Ballsicherheit, mit dem Ballgewinn, mit seinen Ballverteilungen, also mit seinen Ballverteilungen vor der Abwehr wird Julian Weigel extrem wichtig sein. Jonas Hofmann natürlich und Omlin. Omlin ist quasi raus, weil er gesagt hat, als Torwart, möchte er kein Kapitän sein. Ich hätte es ihm auf jeden Fall zugetraut, weil er halt zu weit weg vom Spielgeschehen ist. Chris Kramer ist für mich nächste Saison, sollte Fabian Rieder kommen, nicht in der ersten Elf. Kaderspieler aus meiner Sicht, den man mal reinbringen kann. Julian Weigel ist für mich absoluter Stammspieler. Und dann es gibt eigentlich nur die Entscheidung zwischen Jonas Hofmann oder Julian Weigel. Von der Position her würde ich gerne Julian Weigel sehen. Weil er einfach komplett in der zentralen Spiel das Spiel lenkt und das auch bestimmt sehr gut als Kapitän machen könnte. Jonas Hofmann spricht einfach dafür, dass er länger da ist, auch trotz einer nüchternen Saison eher persönlich eine sehr gute Saison gespielt hat. Das muss man einfach so festhalten. Von der Position her würde ich mit Julian Weigel gehen, aber ich glaube, du kannst Jonas Hofmann die Binde nicht nehmen und Jonas Hofmann wird unser neuer Kapitän werden. Da bin ich mir ziemlich sicher. 2. Kapitän Julian Weigel, 3. Kapitän Omlin. Und wenn ihr Teil der, ich glaube, größten Gladbach-Community sein wollt auf Discord, ich bin mir nicht sicher, aber es müsste die größte sein. Hier werden Transfer-News diskutiert mit 1600 Leuten mittlerweile. Bilder aus dem Stadion ist meine Lieblingsrubrik. Wenn ihr da dabei sein wollt, einfach auch Bilder aus Malle ab und zu dabei. Einfach anmelden, Link ist unten drin in der Videobeschreibung und schreibt mir gerne rein, wer euer Kapitän wird bei Borussia Mönchengladbach nächste Saison, beziehungsweise unser Kapitän. Und jetzt wünsche ich euch allen einen super Feierabend, kommt gut durch die Woche, Donnerstag Fan-Talk, am Wochenende folgen, wir geben Gas und jetzt macht's gut, ciao. Wir sind